Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geheimakte Tunguska, Leute. Ja, in der letzten Folge, ne, haben wir uns hier ordentlich, hier umgeschaut in der Klinik, ja, und haben mit dem einen oder anderen schon ein bisschen gesprochen und so, das eine oder andere auch herausgefunden. Ich weiß nicht, ob das so relevant für die Story ist, aber ein paar lustige Infos, ne, wie das die gute Empfangsdame ein paar Methoden benutzt, um Wählerstimmen zu erhalten. Hust, hust. Genau, und ja, jetzt müssen wir irgendwie, weiß ich nicht. Wir müssen irgendwas anstellen, damit irgendwas passiert. Also wir brauchen irgendwie so eine Bescheinigung, um irgendwie zu dem Manuel Perez zu kommen. Ja, ich weiß nicht. Können wir vielleicht die Musik abdrehen oder sowas? Können wir da irgendwas machen? So. Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen, wenn ich ihr einfach die Musik abdrehe. Ja, aber vielleicht ist das ja genau unser Ziel, was wir halt machen müssen. Können wir irgendwie so Funkstörungen da... Vor allem Funkstörungen. Können wir da irgendwas nicht machen? Irgendwie so eine Zwiebel da oben reinstopfen, damit, da... Dobby! Kurz, ja. Ich brauche mal 2 Sekunden mit dem. So, da bin ich auch schon wieder, ja. Ganz komisch. So, also, mal gucken, ob wir hier irgendwas mit der Musik anstellen können. Durch das Gewicht dreht sich die Platte langsamer. Hört sich aber immer noch ziemlich gut an. Ist das halt ein, hat die sich jetzt geändert, die Troller hier? Oh, guck mal, oh lala, mal, jetzt macht's aber hier noch langsam, ne? Hallo, wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten? Okay. Okay, aber hat jetzt irgendwie anscheinend auch nicht viel gebracht. Zutritt nur für... Nur für Personal. Ja, was soll... Aber ich verstehe jetzt immer noch nicht so ganz, was hier jetzt mein Ziel ist. Jetzt tanzt sie halt langsam. Eine Einladung zum Dia... Ach so, oder ist jetzt das für ihn ein anderes, ein anderes Motiv, was er malen kann, weil... Hallo, ist jetzt was anderes, macht die Muse? Oder? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie... wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Okay. Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Ja, Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich Sie leider nicht näher. Frauen Ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, aber du kannst ja malen. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, mir ist das Schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Zumindest Sabrina lässt sich nicht mehr hetzen. Vor ein paar Minuten hat sie noch so schnell getanzt, dass ein Porträt völlig unmöglich gewesen wäre. Aber anscheinend hat sie jetzt eine etwas langsamere Platte aufgelegt, sodass dies kein Problem mehr darstellen sollte. Alles klar. Ich lasse sie jetzt mal wieder mit ihr. Danke. Von mir oder von der... Schwarze Farbe. Eine Brille? Nee, okay. Wo kriege ich denn jetzt schwarze Farbe her? Hast du irgendeine Idee, Arbeiter? Na, schwer am Schuften? Tja, wer viel arbeitet, der darf auch mal Pause machen. Es sei Ihnen gegönnt. Aber du arbeitest ja gar nicht. Ihre Pause, die... Die gönnen Sie mir wohl nicht, was? Doch, klar. Gut, die ist nämlich eh schon viel zu kurz... Bald wird die Alte wieder rauchen und dann geht's weiter. Wie meinen? Die Köchin.
bei der qualmt es dann wieder schwarz aus dem Schornstein da hinten. Und dann muss ich weitermachen. Rauch als Zeichen zum Aufbruch? Sowas in der Art kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben Sie keine Uhr? Nö, brauche ich auch nicht. Die alte ist auf die Sekunde pünktlich. Super, ganz toll. Sagt Ihnen der Name Nicole Charleroi was? Nicht wirklich. Sie ist wohl die Chefin hier, die müssten Sie doch eigentlich kennen. Ach, die? Oh Gott, bleiben Sie mir bloß weg mit der. So schlimm? Schlimmer. Sieht ja ganz nett aus, ist aber irgendwas zwischen Ekelpaket und Hausdrachen. Charmant. Sie haben mich gefragt, soll ich etwa lügen? Nein. Haben Sie sie näher kennengelernt? Glauben Sie mir, es gibt nur wenige Sachen, an denen ich noch weniger Interesse habe. Okay. Dann genießen Sie Ihre Pause noch ein wenig. Werde ich tun. Ja, dann müssen wir wohl irgendwie in die Küche und anscheinend ist im Kamin immer ganz schwarz. Können wir irgendwie mit der Kelle hier sowas Schwarzes irgendwie irgendwie ist jetzt aber auch nicht so viel, ne? Ich werde die Scheite mal so aufstellen, wie ich das bei den Pfadfindern gelernt hätte, wenn ich bei den Pfadfindern gewesen wäre. Wenn, Nina, wenn. So, jetzt haben wir da Holz drin. Toll. Ich wusste doch, dass einem solche Psychozeitschriften in vielen Lebenslagen helfen können. Ja, und jetzt brauche ich noch irgendwas, das ein bisschen Feuer macht, ne, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee. Schon erstaunlich, dass die alten Tricks immer wieder funktionieren. Ach, das Licht, was da raus... Das Feuer brennt fröhlich vor sich hin. Okay, können wir jetzt dann irgendwie hier ein bisschen Kohle oder so rausnehmen zum Malen? Ja, guck mal. Da muss ich wohl wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen. Ah, guck mal, jetzt haben wir schwarze Farbe, sehr gut. Und er müsste doch jetzt arbeiten, oder nicht? Er macht gerade Pause. Völlig und... Na, schwer am Schuft. Tja, wer viel... Es sei... Sollte ihr... Nein, wieso? Ich dachte, sobald der Rauch aus dem Schornstein qualmt... Wenn es weißer Rauch ist, kocht die Gute noch. Erst wenn es schwarzer Rauch ist, ist das Essen vorbei. Und damit auch meine Pause. Oh. Okay, dann genießen Sie den Rauch noch irgendwie schwarz bekommen anscheinend. Mit einer Zwiebel vielleicht? Nee. Das Feuer brennt. Nochmal Kohle rein? Nee. Also hier anscheinend irgendwie nicht. Ach, warte mal. Vielleicht, wenn ich das hier nehme. Ach so, kann ich das Geschirr nicht irgendwie... Ich dachte, ich kann das Geschirr oder dieses Tuch wenigstens da reinmachen. Dass das dann schwarz wird, aber anscheinend nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt hier die Kohlestifte, die wir dem Herrn zum... Porträt malen geben können. Guck mal, wir kommen richtig gut voran jetzt hier. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden. Aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Ja, dann fangen wir an, oder nicht? Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Dann bin ich mal gespannt, ne? Emma. Wann dir ein Picasso verloren gegangen ist. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Jetzt haben wir ein Bild von ich der guten Sabrina. Ich lasse jetzt mal Sabrina, wieder mit ihrer Muse allein. Die, ne? Danke. Ich war... Von mir... Können wir das jetzt geben? Warum auch immer? Ja, können wir. Krass. Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen. Gibt man ihnen den kleinen Finger, reißen sie einem gleich den ganzen Arm ab.
Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, ja, schon gut. Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau, und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Ganz, ganz toll, Emma. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem... Ja, dafür müssen wir jetzt, was ist das? Eine stinknormale Plastiktüte. Können wir ihn über den Kopf ziehen? War ein bisschen böse, ne? Eigentlich müssten wir das jetzt kopieren gehen. Um dahin zu kommen, müsste ich durch das Kartenhaus durch. Und dann wird es hier wohl ein Gemetzel geben. Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders... Okay, kann ich da irgendwie ein bisschen rumkratzen? Irgendwie müssen wir jetzt für ein Erdbeben sorgen, ja? Der Pförtner scheint diesen... Kann ich Ihnen das zeigen? Nein. Das geht auch. Kann ich Ihnen das irgendwie um den Kopf hauen? Eine Karte rausziehen? Wir müssen irgendwie für ein das Erdbeben Ding hat sorgen. Max weiß... Wie kriegen wir jetzt ein Erdbeben? Irgendwie... Ah, Erdbeben. Ah, wir müssen den Rauch jetzt irgendwie schwarz bekommen. Wenn man Plastik verbrennt, kommt schwarzer Rauch. Haha, jetzt. Ja, Hammer. Nein! Richtig gut. Das Erdbeben hat begonnen. Richtig Nina, gut. Nina, manchmal bist du wirklich böse. Oh, Leute, wie gut, ey. Leute, Hammer. Der wird mich wohl nicht mehr hören. Ist aber auch nicht so wichtig. Er hat seinen Zweck ja bereits erfüllt. Was sagt überhaupt die Zeit? Ach so, die Zeit sagt, wir haben keine Zeit. Ja, hör mal, oh, das läuft ja gerade richtig bei uns, ne? Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier hin. Oh, guck mal, hier sind Bilder. Die Erschütterung durch den Presslufthammer hat das Kartenhaus zusammenstürzen lassen. Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Aber dadurch können wir jetzt Klopapier... Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Das sollte sogar für eine kubaweite Kampagne reichen. Ja, dann lass uns das mal hier der guten Dame bringen, ja? Herzlichen Glückwunsch! Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Helfen Sie mir trotzdem? Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perez ist ganz am Ende auf der linken Seite. Oh, hör mal, wir sind einfach gut. Einfach gut. Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Hab ich mich erschrocken, Alter. Hallo? Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht reinzuwollen. Definitiv. Hallo, dann gehe ich mal hier hin. Hallo? Jemand da? Ja, komm nur rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Oder vielleicht auch gar nicht. Die Tür sieht anders aus als die übrigen Türen. Wahrscheinlich ist es gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Ja, da können wir wahrscheinlich gut drauf verzichten. Und hier ist bestimmt dann der Manuel Perez. Die Zelle ist leer? Soll das ein Witz sein? Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Sieht aus wie Blut. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Dann können wir vielleicht eine Zwiebel dagegen reiben und dann... Weiß ich nicht, was dann passiert. Nix. Ins Bett? Mit Fesseln? Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Ah. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Nicole Charleroi. Kann ich irgendwie das... Nee.
Kann ich mit der Zwiebel das hier säubern? Nein. Okay. Kann ich das hier ausstechen, das Bild? Nein, geht auch nicht. Kann ich diesen Zeitungsartikel vielleicht googeln? Oh nein, geht auch nicht. Okay. Auf der Matratze sind lauter rote und gelbe Flecken. Mm. Ich möchte gar nicht wissen, woher Lecker. Die kommen. Lecker, würde ich da mal sagen, ja. Auf jeden Fall irgendwas mit Nicole Schall-Rohr stand da. Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Das sehen wir, wenn das Licht angeht. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Lecker. Kleine Rillen in der Sink. Edna bricht aus hier mal, ne? Die hat sich auch immer die Fingernägel abgeknabbert, die Olle. Die Tür sieht anders. Ja, dann sprechen wir mal mit der Troller hier, würde ich sagen, ne? Dass da irgendwas nicht stimmt. Kann ich noch mal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. Die Zelle von Paris ist leer. Wo ist denn nun Ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Paris ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Paris? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle. Also, wo ist Paris? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert. Sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Paris verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Das ist richtig. Die Kamera in der Zelle von Manuel Paris, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charleroi hat die da angebracht. Oder besser gesagt, anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Dann müssen wir wohl Ramon um den Finger. Ich überlasse gehen. Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. So, dann schauen wir mal. Ne? Dann gehen wir mal wieder durch den Durchgang hier. Ramon und, läuft jetzt da drin rum. Und vor dem hat mich Sabrina ja ausdrücklich gewarnt. Das heißt, da gehe ich dann lieber doch nicht rein. Aber der meinte doch was mit Wäsche. Oder das ist Ramon? Unheimlich. Das ist nicht dann unheimlich. Vielleicht müssen wir denn da irgendwie da drin, dass der über die Zwiebel ausrutscht und sich den Kopf aufschlägt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ist nicht so eine Idee. Der ist voll schmutziger Wäsche. Das hier geht ja nicht, ne? Keine Türklinke, kein Schlüsselloch. Sobald die Tür ins Schloss gefallen ist, bekommt man die von außen nicht mehr auf. Vielleicht kann ich ja... Okay, müssen wir mal hier rausgehen und jetzt nochmal rein. Vielleicht können wir ja was, wenn die Tür offen ist, die Zwiebel da zwischen... Hallo, lass mich was... Hallo, lass mich doch irgendwas machen, Leute. Hallo, Spiel. Nee, ich kann nichts machen während der Ramon... irgendwas dahin stecken, dass das dann so, wisst ihr, was ich meine? Dass die Tür nicht zuflatscht. Anscheinend nicht, ja. Anscheinend, ob jetzt ein Holzscheitel war? Kann ich wahrscheinlich eher weniger nehmen. Oder? Ja, nee, geht nicht. Oh! Und dann hier? Wenn ich die Leinwand richtig anbringe, fällt die Tür beim nächsten Mal hoffentlich nicht ins Schloss. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
das Prinzip, aber ich frag mich jetzt, wenn ich jetzt auf Zufall nicht drauf gekommen wäre, dann hätte ich das ja gar nicht hinbekommen. Und wir können durch. Hammermäßig. Da draußen wuselt dieser Ramon rum. Dem sollte ich besser aus dem Weg gehen. Ja, würde ich sagen, wir schließen die Tür erstmal irgendwie ab mit einer Kelle. Anscheinend nicht. Okay, ist auch okay. Ein einbeiniger Pirat. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne verewigt. Seltsames Gemälde. Ja, okay. Wer malt denn bitte sowas? Ist ja ganz wild, ja. Von hier aus kann man die einzelnen Zellen überwachen. Einige der Monitore zeigen aber nur ein Flimmern. Andere sind sogar ganz ausgeschaltet. Wahrscheinlich genau die von Perez ist ausgeschaltet. Von hier aus kann man die einzelnen... Okay. Schon hat sie da jetzt kein Interesse dran. Die allerneuesten Modelle. Ob die auch von diesem Massimo Gattuso finanziert wurden? Die allerneuesten... Okay, dann haben wir noch ein Radio, das und dann nur noch den Safe anscheinend, ne? Ja. Ein alter Möbeltresor. Okay, und schauen wir uns mal den Safe an. Was für eine Kombination. Wie soll ich bloß dieses Schloss knacken? Vielleicht finde ich hier ja irgendwo einen Hinweis auf die richtige Kombination. Guck mal, vielleicht 2 an, 3 an, 1 an, so. 2 an, 3 an, 1 an. Das war anscheinend falsch. 3. Ob der Safe nun aufgeht? Mist, das war's wohl nicht. Von hier aus kann man... Okay. Wie soll ich bloß diese Schl... Oder einer aus? Eine Null gibt's hier gar nicht. Nee, dann 4, war das ja auch schon vorbei. 2. Ob der Safe nun... Mist, das... War hier mit... Nee, oder? Mit dem? Ein einbeiniger Pirat. Ein Bein? Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. 1? Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und Katze. Oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne 4? Verewigt. Seltsames Papagei Gemälde. 2? Und Spinne 8, oder? Vielleicht 1, 4, 2, 8 oder so? Wie soll ich bloß diese oder so? So, 1. Einbeiniger Pirat. Katze hat 4 Beine. Papagei hat 2. 2. Und eine Spinne hat... Hat eine Spinne 8 Beine? Ich 8. weiß es nicht. Ob der Safe nun aufgeht? Ja. Juhu, ich bin ein Genie. Nee, da ich? Sind beschriftete Bänder drin. A. Carlos. J. Sanchez. S. Martinez. M. Perez. Hier ist es. Hoffentlich bringt mich das Band irgendwie weiter. Ja, das wollen wir natürlich hoffen. Ne? Wenn nicht, dann wäre das ganz schön scheiße. Aber das Band schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.